So, wieder hallo und herzlich willkommen zurück zu einer wunderbaren weiteren Ausgabe von Quantum Musik 7 und dem 1.4er bis zum Spec 2 Update. Wir haben uns ja ein Fahrzeug schon angeschaut, nämlich den neuen 911 GT3 RS. Den haben wir ja schon mal schön ausgefahren, habe ich gesagt so. Der hat ja eine sehr, sehr schöne Klangnote. Da kamen euch direkt die Kommentare. Naja, Lukas, dann fahr doch mal dieses wunderbare Kfz, nämlich der Lexus LFA, der auch hier mit reingekommen ist. Ein, muss man sagen, von der Community sehr, sehr viel gewünschtes Fahrzeug. Da muss man auch sagen, Chapeau an die Community. Ihr habt guten Geschmack. Einerseits sieht das Ding natürlich geil aus, aber das ist natürlich auch also der Main-Fokus von diesem Fahrzeug, ist der Motorklang von diesem Wagen. Der Lexus LFA hat nämlich einen der unverkennbarsten LFA-Motoren. V10-Motoren, V10-Klänge, die es so überhaupt gibt. Zusammen mit dem Carrera GT sind die beiden einfach, es ist einfach ein Konzert, ich sag es euch. Also Carrera GT und Lexus LFA, das ist wunderbarer V10-Klang. Don't get me wrong, ich finde hier R8 und Gallardo V10 oder Huracan V10 klingen auch geil, aber nicht anderweise in dem Zug, was Carrera GT oder eben jetzt in diesem Fall der Lexus LFA so abfeiert. Ich bin sehr gespannt, wie dieser Wagen so klingt und vor allem auch, wenn ich dem Ding gleich natürlich einen Rennauspuff irgendwann gebe und das Ding hier mal richtig schön straightpipe rumballern darf. Gibt es für 1,5 Millionen beim Autohändler brandneu zu kaufen hier in-game und ist damit das zweitteuerste Auto dieses Update. Teuerste ist ja der R33 GTR 400R und es gibt, warte mal, 30 Farben. Mutter Maria, okay. Das sieht einfach echt falsch auf so einem Auto aus. Auf so einem Lamborghini Murcielago denke ich mir, das ist aber schön, schön. Auf dem LFA denke ich mir so, ja, ist eine Farbe. Hat irgendwie aufs Auto lackiert. Ich keine Ahnung, welchen Schlaganfall passiert ist, aber ich muss sagen, weiß ist schon sehr gut für dieses Auto. Rot ist auch sehr gut. Meine Fresse, die haben aber auch auffällige Farben. Oh, das Gold ist aber, uiuiui, Crystal Gold. Das ist aber gut. Aber hier sind schon... Meine Fresse, der LFA ist aber schon in so ein Farbeimer gefahren. Hier wird es ein bisschen gedeckt. Guck mal hier. Ah, jetzt kommen die schönen Farben. Matt Schwarz war doch, glaube ich, die Nürburgring Edition von dem. Oder war das wieder der RCF? Ach, keine Ahnung. Auf jeden Fall. Ich glaube, von LFA gab es auch eine Nürburgring Edition, oder? Warte mal. LFA. Nürburgring Edition. Ist orange und nicht matt schwarz. Ich habe keine. Ja, da gab es auch matt schwarz, aber war eigentlich orange. Okay, orange. Okay. Deswegen kam mir auch das Orange gerade so lecker vor, muss ich unter anderem sagen. Aber wir nehmen diesen Blauton. Pearl Blue finde ich einfach perfekt. Und neben dem Weiß, das auch sehr gut aussieht. Aber wir nehmen schön Pearl Blue. 1,5 Millionen Credits. Mal schön vom Konto gestrichen. Ganz entspannt. Und ein wunderbares weiteres Fahrzeug unserer Garage hinzugefügt. Und wir gehen direkt mal auf die Strecke und schauen mal, was damit so geht. Weil wir müssen den Klang hören. Wir müssen den Klang hören, bevor ich daran rumfummel. Gut, wir fahren einfach eine kleine Runde wieder auf den Nürburgring, weil es ist mein Einstrecke, da weiß ich zumindest, was ich hier damit tue. Eine schöne Sache, das seht ihr jetzt hier gerade, eine schöne Menüänderung, die sie gemacht haben. Es gibt jetzt hier unten Fahrzeug wechseln. Das ist so ein geiler Button, dass man hier unten das Fahrzeug anpassen kann. Ich liebe alles daran. Und ja, ihr seht es richtig, ich habe den Abarth, den Tomahawk, bla bla bla. Ich habe letztes Video gesagt, so grindet das halt nicht, spielt das Spiel vernünftig. Ich will euch aber aktuell die Fahrzeuge zeigen. So, die kosten halt einfach arschig Kohle. Sind 7 Stück. Ich habe auch nicht immer viel Zeit. Es ist eine Möglichkeit, schnell an Geld ranzukommen. Nutzt es oder nicht? Ich habe es genutzt. Shame on me. Wirklich. Das ist schon wirklich dreckig von mir. Ich bin ehrlich. Aber egal. Auf jeden Fall gibt es die Möglichkeit noch. Die wird eh irgendwann jetzt irgendwie gepatcht werden. Mal fairerweise ehrlich. Aber ich will euch alle Fahrzeuge zeigen. Und ich habe auch nur mein Tag auch nur 24 Stunden. Aber momentan gibt es 20.000 Rennspiele. Ja, ich versuche mich hier gerade irgendwie schön zu reden. Diese Missetat. Es tut mir wirklich leid. So, gut. Gehen wir einfach in Zeitrennen rein und reden nicht drüber, was hier passiert ist. Okay, es ist nie passiert. Wunderschön, wir gehen uns schön. Mann, Alter. Ja, komm vorbeigefahren, komm. Das ging schon. Warte mal ganz kurz. Huch, ja. Nett. Ja, doch, haben sie.
Ja, doch, haben sie ganz gut getroffen. Wenn du überlegst, das Gran Turismo von Gran Turismo 6 zu 7, also klar, dazwischen war noch Sport, das hat auch einiges gefixt, aber in der Zeit von einem der Spiele mit den schlimmsten Fahrzeugsounds aller Zeiten oder How to Be a Dyson zu, ey, das klingt mittlerweile mit, sind die mitbesten Fahrzeugklänge momentan so im Videospielbereich gewechselt ist, muss man sagen, Chapeau von Polyphony Digital. Ich persönlich, ich hätte immer gedacht, nein, wir werden weiter mit unserer Staubsaugerklinge haben, da gehen die ja perfekt drauf, Fahrzeugklinge sind für die Leute da nicht wichtig, aber dann haben wir jetzt diesen LFA hier. Ja, und ich bin mir relativ sicher, die haben doch ein bisschen Bock auf guten Fahrzeugklang. Und man muss ja sagen, die LFA reinzubringen mit beschissenem Klang, das hätte man auch nicht bringen können. Sind wir fairerweise ehrlich, dass, ich will nicht sagen, wie das geendet wäre, aber mit einem brennenden Büro und Studio unter anderem. Ich glaube, da hätte irgendwas in Japan ganz böse Feuer gefangen. Keine Ahnung warum, würde ich eigentlich einfach selbst entzünden, macht nichts. Passiert halt manchmal, also Selbstentzündung von Spielebüros ist, glaube ich, ganz normal, wenn... Das war jetzt aber auch sehr gut kontrollierbar, erstaunlicherweise. Ich bin aber sehr gespannt. Erstmal, was wir am Bodykit-Teil so dran ballern können. Und wie der Rennauspuff aussieht. Der wird natürlich. Ich glaube, der wird nicht so anders aussehen wie anders. Ich denke, wir werden hier keinen großen Unterschied aussehen, weil man hat ja dieses wunderbare Lexus-Dreieck. So heißt es sicher auch. Das ist Lexus-Dreieck. Grundsätzlich in der Generation hat Lexus sehr viel mit Auspuffrohren rumexperimentiert, wie man die in den Stoßstab backen kann. Zum Beispiel ISF hat die so schräg übereinander. ISF, auch wunderbar, geiles Auto, muss ich sagen. Hätte ich so richtig Bock drauf, aber V8 ist halt ein bisschen unzeittechnisch, dies, das. Und die sind auch gar nicht mehr so günstig, weil die Leute mittlerweile wissen, dass es ein ganz schön geiles Kfz ist. Was auch Leute beim LFA rausgefunden haben und der mittlerweile halt teuer ist, wie scheiße. Das ist halt leider, ist glaube ich das teuerste, was du bei Lexus, was du an Lexus kaufen könntest. Ich bin mir da recht sicher, das ist schon, er ist schon sehr teuer. Ich bin persönlich nicht der größte Fan von Lexus Innenräumen. Bin ich jetzt ehrlich mit euch? Ich finde die ganz, ganz nice, aber jetzt auch nicht super cool. Vor allem diese Drehräder da oben am, neben dem Tacho, die finde ich irgendwie ein bisschen weird. Ah, das klingt schon geil. Okay, wir müssen aber noch was machen. Also nee, wir müssen eigentlich nichts machen, aber wir wollen was machen. So rum. Aber ja, da müssen wir jetzt mal kurz reinhören. Das müssen wir jetzt mal. Wie mach ich die scheiß Mucke aus? Ich will die Musik ausmachen, der soll die Schnauze halten. Halt's Maul, ich will keine Mucke. Okay, wir haben Mucke, ich kann die Mucke hier nicht ausmachen. Sacre bleu. Egal. Der V10 ist laut genug, alles gut. Wie gesagt, ich kann die Musik irgendwie nicht ausmachen, ich weiß nicht warum, keine Ahnung. Es ist, was es ist. Es ist, wie es ist. Leben wir damit. So, komm, einmal durchladen, Bro. Klingt aber wie ein fucking Formel-1-Auto, was auf dich zugekracht kommt. Also wirklich. Ah, es ist so gut. Die Musik geht mir noch auf den Sack, die ich nicht ausstellen kann. Fuck you. Egal, gut. Aber das war schon... Das war schon sehr satisfying. Eieieiei. Gut, jetzt bin ich mal gespannt, was wir tun können. Weil, also ich mache mir mal ganz kurz nochmal den LFA Nürburgring Edition offen, weil ich ein bisschen erwarte, dass wir dessen Tuning Bits und Bobs so ein bisschen dafür haben. Das wäre ziemlich cool. Oh, den gab es sogar in Gran Turismo. In welchem Gran Turismo waren da drin? LFA Nürburgring Package 2012er Gran Turismo 6. Guck mal an, da war er drin. Und wir kriegen den normalen. Ja, schau mal, guck mal nach, schau. Da sind die auch, glaube ich, WBS-Felgen drauf, ne? Oder so in die Richtung. Das ist schon geil. Jetzt bin ich mal gespannt, ob wir den ein bisschen nachbauen können. Ich meine, außer einer. Ja, der sieht jetzt nicht viel wilder aus. Ich beschreibe euch den gerade viel krasser, als es ist. Sucht den mehr selber, der ist jetzt nicht so krass. Also ist schon geil, aber gut, egal, lassen wir es. So, wir machen natürlich Straight Pipe. Dann bauen wir natürlich ein schönes Fahrwerk ein, weil wir slammen die Kiste auf ihren fucking Ground. Dann machen wir natürlich auch Auspuffkrümmer, weil. Mehr schallern, ein bisschen bessere Bremsen. Mehr schallern. Ja, ja. Ich baue da jetzt aber nicht viel Leistung rein. Oh, oder ballern. Doch. Komm, der V10, der kriegt jetzt mal richtig auf die Fresse hier. Der kriegt jetzt mal richtig Druck im Kessel. Brauchen wir nicht. Carbon-Keramik, der brauchen wir nicht haben. Wir haben schon eine Bremse. Danke, Lukas. Kein Thema. Kanälepolymer ein bisschen, ne?
Ich habe schon keine Fressen polieren, da wissen Kanäle. So, Motorbalancierung, Kolbenhub ein bisschen hoch, easy going. Luftfilter. Wir werden aber keinen Turbolader reinbauen. Warum? Nein, natürlich ist Blow-off und tschu-tschu-tschu-tschu geil. Ich weiß. Und pam-pam-pam-pam-pam Wörter. Am I right? Aber wir können eh keinen einbauen. Das Spiel weiß nämlich was gut ist. Das Spiel denkst du so, wir haben hier einen wunderschönen V10-Sauger. Die Leute haben sich dabei was gedacht. Mach es nicht kaputt. Du wirst Gott sei Dank als Spieler davon abgehalten, Missetaten zu begehen. Sehr schön. So muss es sein. Halt die Spieler von wilden Moves ab. Dieser V10 gehört ungetouched. So, wir machen aber Gewicht ein bisschen raus. Nebenbei 1084 Kilo. Und muss ich nebenbei sagen, finde ich ehrlich gesagt echt nicht schwer für das, was ein Auto ist. Vor allem für einen Wagen mit V10-Motor von drin. Jetzt sind wir bei 1054 Kilo. Das ist, um genau zu sein, noch weniger schwer. Das ist Skala. Schwer, weniger schwer. Gut, 750er Score haben wir jetzt. Und jetzt gucken wir erstmal ganz kurz, wie das Kfz jetzt aussieht. Und gucken dann, welche Teile wir haben für dieses wunderbare. Ui, das sieht aber jetzt schon. Jetzt drehen wir noch ein bisschen runter den Koffer. Oh, da gehen nochmal 2 cm. Ach, Spiel, du weißt genau, was ich möchte. Dankeschön. Ja, da liegt aber, alter Verwalter, liegt der jetzt im Keller. Junge, Junge. Ein Abgasanlage wird, denke ich mal. Ja, okay, das ist eine wilde Lösung. Aus 3 macht 2 oder wie darf ich das verstehen? Also wir haben noch 2, 3 Löcher, aber wir haben nur noch 2, wo Innenrohre durchkommen. Das ist eine andere Art von Faken, bin ich ehrlich. Ich weiß nicht, wie ich das finden soll. Aber ich würde meine Ohren mir gleich sagen, scheiß drauf, Lukas, es ist okay. Aber also rein optisch technisch will ich jetzt wieder auf einen anderen Auspuff umbauen, weil das bescheuert aussieht. So. Können wir die Kisten noch verbreiten? 100.000! Ja gut, aber man verbreitet einen LFA ja auch nicht jeden Tag, ne? Alter Verwalter. Ja, komm, mal ein bisschen. Der kriegt ein bisschen Linienführung hin. Das Seite hinten ist ein bisschen sehr geradlinig. Wir haben auch so ein bisschen Hüfte rein. Das kann nicht schaden. So, mal ganz kurz an einem 1,5 Millionen LFA rumgezuckt. So muss es. Wunderbar, so finde ich es gut. Wenn sie aus hätte der Luftfahrwerk drin, Alter, was ist denn mit der Tiefe los? Nebenbei finde ich das sehr antörend. Ich muss sagen, ich finde aber die originalen Felgen ganz geil. Die werden wir natürlich jetzt nicht mehr fahren können, weil ich gerade, wie gesagt, an meinem Blech gerupft habe. Aber ich wollte es nur kurz erwähnt haben. Währenddessen ich mal kurz ein Stück Tee in mich inhaliere. Oh, der noch scheiße heiß ist. Aber ne, Erkältung, die ist das, ihr wisst Bescheid. Ha! Die Tasse ist auch warm. Warm ist die Tasse. Ich hatte nur einen Angstschrei aus Wärme. Gut. Machen wir da schöne WWS drauf. Irgendwie sowas hier. Irgendwie so schön japanische, schöne Ways und WWSLM wäre halt natürlich super clean. Boah, das wäre schon sehr clean. Aber so eine Volkfelge natürlich auch. Oh, doch. Oh, okay, ich fühle hier gerade so vieles, Alter. Ich weiß nicht, ob es durcheinander ist und Magenschmerzen sind, aber 21, okay, 21 ist ein bisschen was von einem Hot Wheels. Breit. 19er? Boah, 19 ist richtig geil meaty, ne? Ne, wir machen mal 20. 20 ist schon eine ganz gute Mische. So, Anpassungsteile. Kein Heck, okay, schade. Gut, dass ich nachgeschaut habe. Ja, das sind die Nürburgring-Teile. Das sind Nürburgring-Edition-Teile. Here we go, da sind sie doch. Guck mal, man braucht kein weiteres Auto, man muss einfach nur die Möglichkeit haben, es nachzubauen. Nebenbei am Schweller. Ein Schweller sieht so aus, ne? Also, beziehungsweise sogar weniger. Der hat noch nicht mal den Ansatz, aber wir machen noch ein bisschen mehr dran. Und Flügel. Ja, Flügel, dankeschön. Ohne Flügel. Ja. Achso, da außen. Achso, das sieht ja vollkommen bescheuert aus. A müsste der Nürburgring-Spoiler sein. Kannst du mal ein Bild von dem Scheißding von hinten finden? Warte mal. Ja, ich würde sehr gerne noch von vorne Flügel finden. Ich kann es die Leute nicht übernehmen. Aber ja, es ist genau der Flügel. Das ist der von der Nürburgring-Edition. Ja, geil. Die kann man eins zu eins nachbauen. Das ist ja nice. Dann haben wir so einen kleinen Ducktail. Boah, okay. Man muss aber sagen, dieser kleine Ducktail ist aber auch ultra sleek. Meine Fresse. Guckt euch diese Linienführung an. Und dann können wir das hier bauen. Boah, so ein Swanex-Spoiler hat aber auch ein ganz wildes Feeling auf der Kiste, ne? Vor allem, wenn wir das große Endplate nehmen, hier sowas. Mutter Marie, was ist denn mit denen? Das ist halb durchsichtig dann, what the fuck? Ah, der ist so angewinkelt. Ey, das Problem ist, der eine Spoiler ist clean und dann haben wir das Ding hier, wo ich mir die ganze Zeit so denke, oh, das ist hier halt einfach ultra... Ja, komm, wir bauen ultra clean, komm. Ich kann nicht überall riesige Flügel draufpacken. Okay, faktisch kann ich das sehr wohl, aber wir machen es nicht so. Boah, das Ding sieht so clean aus, geil. Motorschiff machen wir nicht. Abstellparken sparen wir uns auch mal. Überrollkäfig, rein damit. Mal endlich mal wieder ein Auto, wo das reingeht.
Gut, war beim Porsche nicht notwendig, weil Porsche das von sich aus reinbaut. Und superkühle Birnen einmal bitte, dankeschön. Nummernschild kommt aber mal sowas von geflogen weg. Wir nehmen das hier. Oh, das sieht... Mann, ist das ein schönes Auto. Mutter Maria, das ist schon schön. Dann machen wir noch blaue Bremse. Ja, mein Gott, es wird nur besser. Es wird einfach nur besser. Was willst du machen? Guckt's euch an. Das ist so gut. Es ist so gut. Ich würde gerne eigentlich fast noch die Felgenfarbe ändern. Weil die Schwarz, da gehen die ein bisschen unter. Ich hätte die gerne in so einem Silber. Oder im Weiß. Hab ich die, vielleicht will ich die auch in einem Weiß haben. Spezialfarben. Was haben wir denn hier so? Weiß, ein Matt, Chrome. Oh, Chrome wäre auch wild. Puh, Alter. Matt haben wir ja schon. Ich suche hier gerade. Rhodium Silber. Ja, oh, so ein cleanes Silber. Das ist es. Das ist es. Das ist es. Habt gefunden. Mehr brauche ich nicht. Schönen kleinen Lackierungs-Frontscheibenbanner. Und dann passt das doch hier. Wunder. Es ist doch einfach viel zu hübsch geworden. Mein Gott, du. Das ist ja einfach. Ist es eine cleane Kiste? Er klingt gut und sieht aber noch gut aus. Das ist, müsste schon rein technisch ist das ist ja illegal. Ich vermute, in manchen Ländern wird das geahndet, vermute ich. Weil, jetzt guckt es doch mal an. Guck euch dieses KZ noch an. Wartet, wenn es lädt. Also jetzt mal wirklich, Lilloui. Das ist ja Wahnsinn. Wie kann ein Auto so schön sein? Meine Fresse. Es ist wirklich toll. Okay. Ich würde sagen, wir gehen noch ein weiteres Rennen rein, weil wir müssen natürlich gucken, wie sich das so klangtechnisch macht. Gut, wir gehen mal auf ein kleines, wunderbares Rennen hier auf dem Grand Rally Highway, weil der ist einfach schön. Oh, hier können wir sogar ein Rennen mit Sophie fahren. Ja, perfekt. Das ist ja geil. Mit Sophie KI können wir das auch mit dem Auto fahren. Das wäre ja perfekt geil. Das wäre ja einfach perfekt geil. Ja, wunderbar. Es ist, glaube ich, 95% der Autos oder sowas. Und für eine Statistik, die nutzbar sind. Also es gibt sehr wenige Autos, die mit Sophie nicht funktionieren. Aber, selbst das kleine Vorschaubild unten hört mich schon auf viele Arten und Weisen. Und ich sag, wie das ist, Alter. Mein Gott, ey. Gut, gehen wir mal rein, ne? Kann ich die Musik ausstellen? Nein, Schnauze. Ich hab Musik. Danke. Auch keine. Ja, das mit den Endrohren ist ein bisschen wild gelöst, wie gesagt. Der Diffuser fühlt sich ein bisschen alleingelassen. Man muss aber auch sagen, man sieht dahinter die Rohrführung, was ich halt insane geil finde. Ihr müsst mal gucken, hinter dem Gitter sieht man hinten sogar die neu gelegten Abgasröhrchen, die ein bisschen umgelegt worden sind, um in ihre neue, wunderbare Position des wunderschönen Straightpipe-Klanges zu kommen. Vorder ist, wir haben dadurch noch mehr V10-Geschreie und naja, wie soll ich sagen? Meistens ist mehr besser, in dem Fall fuck yeah, ist das auch. Und ich merke, dass der LFA in dieser Fahrzeugklasse hier ein bisschen OP gegenüber Sophie ist. Die wird nämlich jetzt hier gerade schön hops genommen. Oder ist komplett perplex, was für ein eleganter V10-Klang da von hinten angeschallert kommt. Und naja, was will man machen? Hast natürlich recht, es ist der absolute Wahnsinn. Das ist so gut. Und das sieht auch dabei so kriminell gut aus. Also wie gesagt, das ist hier, glaube ich, wie gesagt, wir sind in so einem Bereich, wo ich wirklich einen Anwalt konsultieren muss. Weil jetzt guck mal an hier. Oh, Junge, das ist ja viel zu gut. Ich kriege mich hier gar nicht im Griff gehalten. Merkt ihr das? Ja, ich kriege auch meine Bremspunkte gar nicht mehr im Griff gehalten. Entschuldigung, da habe ich mich außerdem verschaltet. Passiert in meinem Tunnel. Hoppla. Ah! Kurz nach dem Schussverlust, kurz 1,5 Millionen in Sand gehauen, passiert. Sophie dachte wirklich, sie kann gerade rankommen. Ich bin aber nur vom Gas gegangen, weil ich meinen Klang hören müsste. Überholen. Bitch, please, auf gar keinen Fall. Ich musste mal ganz kurz mit dem V10 mal ganz kurz ein bisschen Klangspiel geben. Ja. Schön hier. Sophie freut sich, das finde ich aber nicht so geil. Achso, wieder vorne fährt auch ein V12. Ich muss aber sagen, fairerweise auch schicker. Schicker Motor, glaubt der kann was. Ja, bist ja schau, wie gut ich hier rankomme, ne? Ohne All-Wheel Drizzle und einfach vorbei, als gäbe es keinen Morgen mehr am Bremspunkt. Genau.
Weil die Aussicht hier so schön ist. Mann, Alter. Ja, ja, kuschen. Das Bügelkreuz kommt aber auch gut im Kofferraum, ne? Muss man auch sagen. Oder auf weichen Rennreifen fährt das Kfz auch erstaunlich geil mit dem Rennfahrwerk. Und trotz maximaler Leistung, ne? Ich meine, oh, stimmt, kannst vergessen. Wir haben unsere LFA das maximaler Leistung reingeschallert, ne? Trotzdem fährt er sich immer noch so gut. Ist jetzt nicht so ein Auto, wo ich hier ein bisschen Fahrwerk ein bisschen auspuffen, aber ich fahre hier so Kleinigkeiten. Nee, er hat das Komplettpaket bekommen. Der Wagen hat meinen kompletten finanziellen Ruin erzeugt. Ach, ist schon gut. Macht auch Spaß zu fahren. Sind das gute 1,5 Millionen hier im Game investiert? Ich sag mal so, die kann man auch mal schlechter hinter die Benze schmeißen, wenn drin muss. Die kann man auch schlechter investieren. Meine Fresse, liebe ich den Tunnel. Bestes Feature an dieser ganzen doofen Rennstrecke. Das ist ja so gut. So wie es grundsätzlich im Hintergrund nur noch traurig. Oder verdutzt. Wie krass dieser LFA hier einfach über diese Strecke sendet. Und da muss ich Sophie recht geben. Wie krass dieser LFA ist hier über die Strecke sendet. Ja, wie gesagt, er fährt sich halt wirklich gut hier drauf. Habe ich schon mal gesagt, wie schön diese Aussicht hier ist? Naja, freu dich mal. Er hat einen Fehler gemacht. Oh, ich komme trotzdem nicht ran. Ja, ja, da kannst du dich ja noch so über Fehler freuen, wenn du trotzdem so langsam bist, Sophie. Ich weiß gar nicht, also ihr Motor und ihr Getriebe sind ganz schön hart hin. Was haben sie gemacht? Kennen Sie diesen Volkswagen-Klang vom LFA? Ja, ja. Das ist schöner Klang. Geht halt jetzt nicht mehr, weil alles kaputt ist. Aber kennen Sie das Gefühl, wenn man eigentlich jede Kurve und jeden Tunnel und irgendwo es leicht halt total wavebangen möchte wie so ein Bekloppter, weil halt der VT so geil jallert? Ja, natürlich. Endergebnis, Motorschaden. Da wurde vor 10 ein bisschen von Blech- und Betongeräuschen übermalt. Komisch, verstehe ich gar nicht. Was sieht dabei so gut aus? Das ist nicht okay. Mit dem Breitbau und allem, das ist schon sehr gut. Das ist schon sehr gut. Das ist schon wirklich sehr gut. Kann ich jetzt hier die Musik wieder ausstellen, ne? Egal, komm, ist egal. Oh, jo, man hört ihn einfach raus, der kann alles fahren. Der fährt ein Ferrari E40, ein C8, da fährt alles. Und diesen V10 hörst du. Ich meine, das sind alles keine leisen Autos, aber. Ja, Schnauze. Aber dieser V10 ist halt einfach. Die sind da hinten, ne? Alter, auch wie tief das Ding liegt. Habt ihr gerade mal die Höhe gesehen? Das Ding liegt ja komplett geslampt im Boden. Alter. Oh, das ist schon gut. Das ist schon wirklich, wirklich gut. Ja, so viel auf jeden Fall zu diesem wunderbaren kleinen Video zum LFA. Ich hoffe, euch hat es ein bisschen gefallen. Wenn ja, könnt ihr dem Ganzen gerne einen Daumen nach oben lassen. Wir haben noch ein paar Autos vor uns. Die werden uns natürlich auch alle noch anschauen. Da habe ich sehr viel Bock drauf. Ich denke, mein nächstes Fahrzeug wird der 190e, der Evo 2, weil das ist noch so mit mein weiteres Highlight neben dem 4R, den wir uns auch noch anschauen werden. Aber wenn es dir gefallen hat, lasst uns jetzt gerne einen Daumen oben da. Wir sehen uns nächstes Mal wieder. Bis dann und tschüss. Clear out the room, I'm coming through. They wanna see what I'm about.
Yeah, I got skills, do it for the thrill. I'm on a paper route. Extra, extra, read about it. I'm today's trending topic. I put commas over bullshit. Yeah, I put that on mamas. They tryna black on my blessings. They thought I lost a stepping. I bet on me.